Ja, hallo meine Freunde, ich bin's wie immer, euer Gunshot und ich heiße euch herzlich willkommen zum Statusreport. Diesmal wieder zum Statusreport vom 21. Juni 2016. Ja, worum geht's in diesem Statusreport? Themen sind die aktuellen Arbeiten an einem Hotfix für die momentane 0.60 Stable-Version, die Bemühungen hin zum neuen Charakter-Controller sowie nach langer Zeit mal wieder ein kleiner Einblick in die Audiotechnologie und in ihre kommenden Updates. Fangen wir einmal mit der Zusammenfassung vom Stable Release und den Hotfix-Arbeiten an. In allererster Linie, meine Freunde, möchten im Endeffekt die Entwickler sich erstmal an die über 400.000 Spieler wenden, die in der letzten Woche den Stable-Patch gespielt haben und sich bedanken, dass wir im Endeffekt dadurch auch für neue, offensichtliche Bug-Reports gesorgt haben, sodass die Entwickler wieder erkennen konnten, wo immer noch die Lücken in der Stable-Version stecken. Ja, die Stable-Version enthält jedoch halt noch einige Fehler, welche die Entwickler und die Community jetzt gleichermaßen schnellstmöglich gefixt sehen möchten. Die Hotfix-Arbeiten drehen sich um folgende Probleme, beziehungsweise wird gerade an diesen gearbeitet. Es sind einmal Server-Crashes herbeigeführt durch AI, einmal die Auffrischung der Lebenszeit von Containern, bekannte Duping-Methoden und Fehler verbunden mit Fahrzeugpositionen im Zusammenspiel mit der Persistenz. Trotz dieser Fehler sehen die Entwickler die wichtigsten Meilensteine für die Version 0.60 als erreicht. Diese waren die Implementierung des neuen Renderers, wie ihr euch erinnert, das Spawn zufälliger Attachments auf Waffen und Items in Containern, neue Nachlademechaniken sowie das erfolgreiche Ermöglichen von 60-Slot-Servern. Ja, das mit den 60-Slot-Servern ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber ihr werdet das bestimmt schon ein wenig in der Serverliste bemerkt haben, dass 60-Slot-Server verfügbar sind. Und gerade das mit den zufälligen Attachments werdet ihr auch, gerade die, die vor allen Dingen vorher die Experimental noch nicht gespielt haben, super begrüßt haben, dass auf Waffen einfach mal schon vieles dran sein kann, was man sich sonst wichtig herbeilooten musste und spart so einiges an Zeit. Und so kann man sich halt meist schon über eine Waffe mit Scope erfreuen oder anderen kleineren Sachen, die im Endeffekt einem helfen, sich möglichst schnell wieder verteidigen zu können. Wie wir in einem früheren Statusreport schon mal besprochen hatten, gab es natürlich Meilensteine für die 0.61. Diese bleiben dieselben. Ich liste die noch einmal für euch auf. Das waren einmal die Implementierung einer Serverwarteschlange, einmal die Verbindung der neuen Audiotechnologie mit dem Arma 3 Eden Update, dann noch einmal das Update der Waffensounds für die neue Audiotechnologie, das dynamische Spawn der Infizierten und erste Raubtiere, im speziellen Fall jetzt Wölfe. Erste Teaser zu diesen und anderen neuen Inhalten können wir wohl Anfang Juli auf der RTX in Austin, Texas zu sehen bekommen, da wo halt Brian Hicks das präsentiert. Dieses Event war halt jährlich mit einigen spannenden Informationen verbunden und wird als Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal der Entwickler veröffentlicht, falls ihr euch das halt im Nachhinein natürlich auch noch angucken möchtet. Kommen wir einmal zum neuen Charakter-Controller. Die Arbeiten der letzten zwei Wochen waren folgende. Einige der bearbeiteten Animationen waren das An- und Abschrauben von Fahrzeugtüren, Nachladeanimationen für die Winchester und die M249 sowie einige Variationen für Ruheverhalten und Angriffe gegen Türen für die Infizierten. In Bezug auf den neuen Charakter-Controller sind die Entwickler sehr optimistisch. Das fließende Wechseln von verschiedensten Handlungen in Kombination mit Bewegung sei wohl kein Problem mehr, sagen die Entwickler. Doch gerade aufgrund des Umfangs des neuen Controllers muss zuvor noch einiges an Arbeit in diese gesteckt werden, bevor die breite Spielerschaft halt das alles antasten kann und wir so gucken können, wie der Charakter-Controller sich verhält und vor allen Dingen, wie das alles natürlich auch optisch aussieht. Und schon sind wir beim letzten Punkt des aktuellen Statusreports. Und zwar geht es jetzt einmal um das Audio-Upgrade. Und zwar gehen wir jetzt mal ein wenig mehr auf die Bedeutung des Audio-Upgrades für die Engine ein. So werden halt im Zuge der Audio-Erneuerung innerhalb der nächsten Patches wohl sämtliche Waffen neue Schussgeräusche erhalten. Diese werden halt mithilfe des Eden-Updates, was ihr aus Arma 3 halt kennt, weitaus vielseitiger und realistischer berechnet und wiedergegeben. Dies wird es vor allen Dingen uns Spielern im Kehrschluss besser möglich machen, Geräusche zuzuordnen und vor allen Dingen auch zu gucken, woher diese kommen und wer der Verursacher bzw. was für eine Waffe der Verursacher ist. Die Sounds werden eine bessere Qualität besitzen und auch hierdurch noch leichter voneinander zu unterscheiden sein. Über die Schussgeräusche hinaus, liebe Freunde, werden noch viele weitere Sounds ergänzt. Nicht zuletzt fällt für Fahrzeuge und den Nahkampf. Das heißt auch, wenn ihr Leute schlagt, unterschiedliche Schlaggeräusche. Ob Baseballschläger, ob Hockeyschläger, ob im Endeffekt einen Baseballschläger mit Nägeln drin etc. pp.
Und zum Schluss werden natürlich auch noch viele Animationen andere Geräusche bekommen. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was für Animationen? Ja, ganz einfach. Ihr esst ja zum Beispiel, im Endeffekt, das könnte zum Beispiel eine Animation sein, die anders vertont wird bzw. andere Sounds bekommt. Ja, meine Freunde, das war der kurze und knackige Statusreport vom 21. Juni. Ich hoffe, ich konnte euch das alles ein bisschen zusammenfassen und hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Falls nicht, wie immer, konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch verdammt viel Spaß immer noch auf den Stable-Servern der 0.60, die echt immer noch einiges zu bieten hat und vor allen Dingen durch die Performance und Grafikpracht sehr doll überzeugt und gerade natürlich auch durch die ganzen kleineren Veränderungen und vor allen Dingen die größeren Veränderungen in den Städten. Manchmal geht es mir nämlich immer noch so, dass ich mich gar nicht mehr zurechtfinde, beziehungsweise ich spawne neu an irgendeinem Punkt und weiß wirklich eine ganze Zeit lang nicht, wo befinde ich mich überhaupt. Eigentlich sehen die Häuser so aus, als wäre ich hier, dabei bin ich ganz woanders. Schreibt mir mal in die Kommentare, liebe Freunde, wie es euch da geht, ob ihr euch auch schon mal in einer Stadt verirrt habt, wo ihr vorher dachtet, die kenne ich wie meine Westentasche. Wie gesagt, einmal ab in die Kommentare. Ja, meine Freunde, und zum Schluss wünsche ich euch wie immer was. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Gunshot.